Ja, meine Freunde, willkommen zurück zum neuen Video. Heute gibt es wieder was Neues von Team Picard Design. Da freue ich mich schon extrem lang drauf, denn hier ist das Nachrüstkit für Apple CarPlay bzw. Android Auto drin. So schaut das Ganze aus. Das ist der komplette Lieferumfang. Wir wollen das heute nachrüsten bei meinem W205C63. Ich habe das originale Command ja drin, aber eben ohne Apple CarPlay. Und da ist das hier, diese Nachrüstbox für eben Android Auto oder Apple CarPlay, was auch immer man nutzen möchte. Da sind auch zwei Antennen mit bei, weil das Ganze natürlich hier über Bluetooth und 5G-Netz funktioniert. Wir haben hier die Stecker für das originale Radio noch mit dabei. Und das möchte ich bei mir nachrüsten. Ihr wisst, wir haben bei einem Zuschauer ja schon mal den Android-Screen von DMP nachgerüstet. Das war eher nicht so mein Fall. Ich stehe eher auf die originale Optik, deswegen Apple CarPlay. Ansonsten könnt ihr 5% sparen mit dem Code Wilfried. Das blende ich hier oben nochmal ein auf der ganzen Seite, egal was ihr kauft. Das Ganze gibt es übrigens nicht nur für den W205, auch für den W204, W212, also für extrem viele Fahrzeuge, auch vor allem ältere Fahrzeuge, wo man das nachrüsten kann. Also finde ich eine Top-Sache. Wie gesagt, schaut da mal bei der Seite vorbei. Ja, wir werden das jetzt verbauen. Ich nehme euch wieder in der Timelapse mit. Da muss die Mittelkonsole für raus. Da unten drunter wird das Ganze verstaut. Ja, mal schauen, wie uns das gelingt. Wie gesagt, ich nehme euch mit und zeige euch dann ein paar Schritte. Los geht's. So, ihr seht, die ganze Mittelkonsole ist schon draußen. Das war jetzt wirklich eine Sache von 1 bis 2 Minuten. Ihr müsst hier als allererstes drunter mit einem Keil das Ganze raushebeln und dann könnt ihr hier schon drücken und das abnehmen. Darunter befinden sich 2 Schrauben, einmal die und einmal die. Die könnt ihr lösen. Wenn ihr die 2 Schrauben löst, kommt die ganze Mittelkonsole schon raus. Und dann habt ihr hier noch 2 Schrauben. Die löst ihr, dann könnt ihr nach vorne klappen und diese ganze Head Unit, dieses normale Command-System lösen. Dort hinten ist dieser große Anschluss, wo wir das Apple CarPlay gleich zwischenstecken. Die anderen stecken wir auch noch ab und dann war es das grob übertrieben gesagt schon. Aber dann nehme ich euch weiterhin mit. Ich habe jetzt das CarPlay-Modul komplett vorbereitet, damit ich weiß, worauf ich mich einlasse. Also hier sind die Antennen dran, der USB-Anschluss, dann hier die ganzen Anschlüsse für das originale Radio. Jetzt können wir hier hinten schon anfangen, am originalen Radio den großen Stecker zu lösen. Es geht ganz einfach. Da müssen wir dann noch diesen Stecker hier rausnehmen. So, den brauchen wir nämlich gleich wieder, um bei dem CarPlay-Modul anzustecken. Dann brauchen wir noch diesen blauen Stecker hier. Das Display steht hinten drauf. So, das ist eigentlich schon alles, was wir machen müssen. Jetzt können wir vom CarPlay-Modul das Ganze hier zwischenstecken. So, hier kommt dann dieser gerade abgezogene Stecker wieder rein. Das haben wir. Der originale Stecker kommt hier ran. Das ist eigentlich alles selbsterklärend. So, das haben wir auch. Und zu guter Letzt müssen wir jetzt noch diesen blauen Stecker. So, der muss jetzt hier rein. Und der originale kommt hier ran. So. Das ist jetzt schon alles, was wir brauchen. Das hier ist einfach nur, wenn man irgendwie Dashcams nachrüstet, dann kann man darüber noch Dashcams laufen lassen. Das war eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt können wir einen kleinen Funktionstest machen. Schauen wir mal. Man sieht, es geht jetzt hier an. Wir haben jetzt hier eine Warnblinkerstörung drin, weil hier der Warnblinker nicht angesteckt ist an der Mittelkonsole. So, jetzt filmen wir mal, das ist jetzt dieses normale Radio. Drücken wir jetzt lang auf diesen Knopf, kommen wir in dieses Apple CarPlay Menü. So, jetzt sehen wir hier, können wir iOS, also Apple CarPlay oder Android Auto nehmen. Die Einstellungen, das Home. Und jetzt sind wir schon, der hat sich selber schon connected jetzt mit meinem Handy im Apple CarPlay drin. So schaut das Ganze jetzt aus. Das heißt, wir sehen, es funktioniert. Wir haben hier die ganzen Apps für Apple CarPlay. Ja, WhatsApp, Spotify und so weiter. Das Ganze funktioniert. Das heißt, wir können jetzt das Ganze wieder einbauen, diesen Kabelsalat.
Und dann zeige ich euch, wie das Ganze verbaut ist und zeige euch auch, was ihr damit machen könnt. Also. Ja. Alles wieder rein und weiter geht's. So, jetzt ist das Ganze wieder, wie ihr sehen könnt, komplett verbaut. Ich kann euch sagen, das war dreimal so viel Arbeit, alles wieder zu verkabeln, weil da so wenig Platz hinter ist, als das Teil überhaupt zu verbauen. Deswegen habe ich das nicht hier drunter verbaut, wie das viele machen. Also bei mir ging da wirklich kein Weg rein, überhaupt kein Platz. Das ist nämlich hier unten drunter verbaut. Da kann ich euch mal eine kleine Einblendung mit reinhauen. Also da unten drunter ist das verbaut. Die Kabel hat man noch lang genug, um bis da runter zu kommen. Alles gut. Und jetzt zeige ich euch das Ganze. Das ist das normale Command, wie ihr es kennt. Wir drücken lang auf die Zurücktaste und kommen jetzt ins Apple CarPlay. So schaut das Ganze jetzt aus. Da könnt ihr Sachen nutzen wie Telefon, ihr seht, könnt ihr Leute anrufen und so weiter, ganz normal. Den Musikordner, da habe ich jetzt nichts drin, weil ich alles über Spotify laufen lasse. Der schaut so aus, natürlich Apple Maps kann man komplett nutzen mit Sprachbedienung oder halt auch mit einer ganz normalen Tastenbedienung. In die Nachrichten kann man rein, kann sich ein bisschen was durchlesen vom iPhone. Also alles, was man am iPhone so machen kann, grob, kann man hier nutzen. Man kann in Spotify reingehen, hat da seine Playlists. Man hat jetzt zum Beispiel, ja, nicht, dass ich gesperrt werde, aber ihr seht, auch das funktioniert. Man kann dann natürlich WhatsApp-Nachrichten schreiben, aber nur per Sprachbedienung. Also man kommt nicht ins WhatsApp rein. Man muss jetzt per Siri das Ganze machen. Man kann aber über den Mercedes-Punkt kommt man jetzt in das Hauptmenü von diesem Gerät. Dort kann man Android Auto machen, das kann ich jetzt leider nicht testen, ich habe kein Android-Gerät. Man kann aber Screen Mirroring machen und das ist eben das Handy spiegeln auf dem Display. Wenn ich das jetzt anklicke, geht das nicht, weil please connect your phone via USB. Das heißt, ich müsste jetzt mein iPhone mit USB an dieses Teil schließen, da ist unten der USB-Anschluss für, habe jetzt keinen Adapter da, aber dann könnte man eben auch YouTube-Videos darüber gucken. Das werde ich auf jeden Fall auch mal machen, weil ich finde, das ist eine schöne Sache. Ihr könnt also euren Screen spiegeln, das heißt, ihr habt dann euer Handy, so wie es halt hier ist, habt ihr komplett hier auf dem Display und könnt eben auch damit Videos dann schauen. Ihr könnt per USB daran gehen, also ihr könnt einen USB-Stick anschließen, dann darüber Videos schauen, während der Fahrt auch, das ist das Wichtige. Man kann zwar auch mit dem großen Command-System Videos abspielen, aber nur im Stand. Sobald du fährst, macht er halt dicht. Ja? Und hier kann man es eben auch während der Fahrt. Dann Front View, das ist damit gemeint, wenn man jetzt Dashcams und so angeschlossen hätte, könnte man das darüber auch anschauen. Und in den Einstellungen kann man noch so Sachen einstellen wie Lautstärke, K-Einstellung, wenn man jetzt eben hier 360 Grad Kamera hätte und so weiter und so fort. Sprache natürlich auch. Und ja, das geht alles mit diesem Gerät. Also ist einiges machbar. Ich will unbedingt das nochmal mit dem Handy Screen Mirroring probieren. Und ja. Falls ihr auch Interesse an so einem Ding habt, dann schaut gerne bei DMP Car Design vorbei. Da könnt ihr 5% sparen mit dem Code Wilfried. Ich finde, das ist eine sehr, sehr geile Sache. Es funktioniert top, wie ihr seht. Und ansonsten, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr knapp. Bei Carbon Deluxe bekommt ihr noch 10% Rabatt mit dem Code Wilfried10 auf diese schöne Forged Carbon Handyhülle. Auch jetzt hier, wie in meinem Fall, für das iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max verfügbar. Schaut da gerne auch nochmal vorbei, ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, das war's mit dem Video. Lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten checkt mein Instagram ab. Link ist in der Videobeschreibung und sehen uns beim nächsten Video.